Da wären wir auch schon wieder. Und zwar kämpfe ich jetzt mit meinem antiken Antriebs-Beschwörungsbeschränkungs-Deck. Warum das so heißt, werdet ihr wahrscheinlich schon bald sehen. Antike Antriebs sind diese Teile hier, ja, alte Maschinen. Deswegen heißt es auch antiker Antrieb. Also NCG auf Englisch. Und Beschwörungsbeschränkung deswegen, weil ich lauter Karten habe, also zusätzlich nochmal im Deck, die die Gegner, ja, daran hindern, sehr viele Beschwörungen durchzuführen. Denn zum Beispiel er hier macht das für eine, also wenn er die Gegner zum ersten Mal was beschwört mit dem Zug, er 800 Lebenspunkte Schaden zugefügt bekommt und ich danach nochmal einen Angriff annullieren kann, falls er angreifen sollte. Und dann habe ich noch so Karten wie man kann maximal zwei Angriffe pro Zug durchführen und und. Das ist eine Ausrüstungszauberkarte, damit kann ich jetzt meinen Ritter da ausrüsten. Mal sehen, was er hat. Okay, er hat den mystischen Raumtaifun und zerstört er direkt mit die Ausrüstungskarte. Jedoch aktiviert sich die Ausrüstungskarte im Friedhof, denn wenn sie zerstört wird, kriegt der Gegner ab 600 Schaden. Dann möchte ich mal angreifen und gucken, was er sich so verbirgt. War irgendwie abzusehen. Okay, er hat ein Froschdeck. Täuschungsfrosch, ich habe keine Ahnung, was er macht. Lese ich mir irgendwann mal durch. Der Name wird als Death Frosch behandelt. Okay, Death Frosch heißt nämlich die Main Card aus dem Deck. Und ja. Jetzt kann er eine ICs-Beschwörung durchführen. Also mit zwei Level 2ern muss er übereinander legen. Da kann er eine schwarze Karte, die XYZ-Karte, wie es drauf steht, beziehungsweise ausgesprochen als ICs, ja, als Spezialbeschwörung beschwören und er hat diese zwei Karten als Anhang und je nachdem, wie viele Karten dranhängen, hat die Karte auch verschiedene Effekte. Hier kann man zum Beispiel mal sehen: zwei Monster Stufe 2 muss man dafür benutzen und solange, falls diese auf eine Karte zerstört würde, kann sie stattdessen ein Material abhängen. Also die Karten, die drunter sind. Offene Monster, die du kontrollierst, erhalten 200 ACK und der für jedes angehängte XYZ-Monster heißt. Für jedes ja, Monster, was da dranhängt, kriegt jedes Monster, was er hat, nochmal 200 ATK und Def dazu. Sprich, in dem Fall 400 insgesamt. Dann möchte ich jetzt ihn als Tribut anbieten für meinen Maschinenreaktor-Teil-Dings. Heißt der? Beschwörungsreaktor heißt der. Damit ich den Gegner schon mal ein bisschen einschränken kann. Und es ist natürlich, dass der hier auf dem Friedhof gekommen ist, deswegen. Deswegen aktiviere ich mein NCG Workshop, meine antike Antriebswerkstatt und kann ihn von meinem Friedhof zurück auf die Hand holen. Das ist auch der einzige Sinn dieser Zauberkarte. Und damit übergebe ich wieder. Er kann jetzt Baumfrosch als Spezialbeschwörung von seinem Friedhof beschwören, da er der letzte Runde abgeworfen hat. Und sein Effekt ist nämlich, solange er keine Zauberkarten hat, kann er das eben machen. So, ich bin wieder dran und da ist auch mein Summon Breaker. Das ist sehr schön. Ich aktiviere diese Spielfeldzauberkarte auch direkt. Sobald die dritte Beschwörung in einem Spielzug durchgeführt wurde, ist der Spielzug instant beendet. Instant. Dann möchte ich bitte wieder mein NCG-Teil da beschwören und zerstöre mal den hier. Okay, ist ein Baumfrosch und noch ein Baumfrosch tot. Diese Spielfeldzauberkarte ist sehr verheerend für ihn, da er ja darauf basiert, dass er ganz viele Monster gleichzeitig beschwört. Mein Deck ist eben darauf ausgelegt, nach und nach alles aufzubauen. Und deswegen ist mein Monster auch dementsprechend stark. Es hat noch zwei Beschwörungen frei. Das heißt, er darf noch zwei Monster beschwören, dann ist sein Zug automatisch beendet. Eine Beschwörung davon noch. Und das waren seine Beschwörungen. Ich bin automatisch jetzt dran. Dass er diese Karte jetzt hat, ist natürlich sehr uncool. Für mich. Ja. Beschwöre ich den Effektolump. Diese Karte kann, wenn der angegriffen wird, kriegt der Gegner automatisch so viel Schaden, wie das Angreifen der Monster ATK hat. Auch sehr nervig.
mehr kann ich nicht tun. Ich will nicht Verteidigungsposition tun, weil sonst hat er 500 Verteidigung. Dann nehme ich lieber ein bisschen Schaden, als dass irgendwie mich jetzt solche Low-Monster vernichten könnten. Weil so kann ich die Gegner auch mal ein bisschen einschränken. Mal gucken, was er jetzt tut. Okay. Sehr schön. Er hat sich erstmal erfolgreich selbst ausgeschalten. Ja, das war dumm. Hat er selber gesagt. Er will wahrscheinlich erstmal den Reaktor da, Dings da töten. Ja, war klar. Jetzt habe ich 700 Lebenspunkte verloren. Ist mir lieber, als wenn er jetzt so ganz viele kleine Viecher beschwören würde und dann, ja, mich damit fertig machen. Dann kommt ein zweiter Reflektolump aus meiner Hand, weil ich gerade nichts Besseres machen kann und ich übergebe wieder. Mal gucken, was er jetzt tut. Er beschwört nichts, macht diesen Fehler nicht auch ein zweites Mal. Und mein Ritter ist auch tot. Endphase 2, Endphase. Ich bin wieder dran. Sehr schön. Gucken, was ist da? Ein antiker Antrieb. Will ich den behalten? Ja. Den will ich behalten. Deswegen lege ich hier einfach mal verdeckt und lasse den Gegner dran sein. Besser wäre es natürlich noch, wenn ich jetzt nicht die Spielfeldzauberkarte hätte, sondern eine bestimmte. Ach so, genau, sein Effekt ist ja wieder, dass sein Effekt annulliert wird. Das ist scheiße. Na egal. Halb so schlimm. Denn bald ist er auch sau scheiße. Wenn ich das was sagen darf. Ich muss überlegen. Ich könnte jetzt einen Typen zurückholen, brauche ich aber nicht. Ich glaube, ich werde eher. Aber dann wird er den angreifen. Meine Überlegung ist gerade, ich könnte jetzt ihn hier beschwören. Da er, sobald er mit diesem Drachen hier den Lump zerstört, schwächer ist als er. Allerdings schätze ich dann eher, dass er, ja, hier mein Ritter wieder zerstören wird, anstatt den Lump hier anzugreifen. Deswegen beende ich einfach und gucke, was er macht. Ist manchmal das Beste. Effekt, sein Effekt und eine ewige Kettenreaktion, mehr oder weniger. Er will irgendwas, ich glaube, er darf jetzt was zerstören, was ich habe, oder? Ich weiß nicht mehr. Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung, was er gerade gemacht hat, aber ist auch völlig egal. Ich krieg. Nein! Oh, ich mag dich nicht. Ich bräuchte eigentlich nur noch Fusion. Dann hätte ich schon so gut wie gewonnen, aber. Beziehungsweise nein, ich bräuchte ja noch den antiken Antriebsgolem. Von daher ist es nicht so, wie ich dachte. Das ist ja gerade ziemlich beschissen, meine Situation, denn. Ja. Ich kann nichts machen. Meine Verteidigung ist auch irgendwie gerade null. Von daher. Und da entfernt er doch ein Monster oder was auch immer, was ich habe, aus dem Spiel. Und greift mich wahrscheinlich jetzt mit. Er hat mich besiegt. Denn diese beiden haben insgesamt. Oder? Doch, die haben 5200 insgesamt, diese beiden Typen hier. Und der hat nochmal 700. Und da ich nur diese beiden Karten habe, die keine Angriffe verlieren können, habe ich verloren. Ja, meine Hand war jetzt auch nicht gerade so blendend, aber die war immerhin recht gut. Warum hat er mich nicht besiegt? Ich habe wahrscheinlich alles falsch geschrieben. Das ist total scheiße, was ich da laber, aber hey.
Vielleicht auch eine Angst vor den beiden Karten. Ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ach komm. Da kommt der antike Workshop. Und ich bekomme wieder so einen krassen Knight. Also so einen krassen Typen. Ja. Am Ende. Außer er wollte es nur absolut machen. Also nur wirklich krass gewinnen. Ja, okay, das habe ich auch manchmal, aber dann, gut. Er kann sich sicher sein, dass ich hier unten nichts liegen habe, von daher ist es nicht schlimm. Was? Warum? Hä? Okay, okay, kein Problem. Rage Quit. Ich habe gewonnen. Ja, ja, ich habe gewonnen. Nein, nein, das ist verdienter Sieg gewesen. Ja, es... Die Musik ist immer auch cool. Es war so verdient, ne? Wie... Nein, keine Ahnung. Warum hat er jetzt aufgegeben? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht ist auch einfach nur die Internetverbindung verloren. Da stand ja auch Verbindung verloren. Hm. Na egal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Duel.